So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, und wir haben im Livestream darüber gesprochen, im Olli-Kanal. Es geht nämlich darum, dass vorzeitig jetzt hier, bevor um 10 Uhr am Sonntagmorgen die Diskussion, so wurde es ja angekündigt, beziehungsweise Telefonkonferenz stattfindet zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den 16 Ministerpräsidenten. Ja, vorher sind nämlich jetzt schon zahlreiche Informationen bekannt geworden, in welche Richtung das gehen soll, und der Lockdown soll am Mittwoch starten, spätestens heißt es allerdings. Zuerst war eine Info hier bei NTV zu sehen, die ist aber mittlerweile wieder rausgenommen worden, dass es aus dem Kanzleramt gerne sogar noch verfrüht starten sollte, sprich am 15. Dezember, sprich an dem Dienstag, noch nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag. Und ich bin mal gespannt, erstens, wann das starten wird, wie der ganz genau inhaltlich aussehen wird und wie lange der gehen soll. Weil wir wissen ja auch von Karl Lauterbach zum Beispiel, der schon gesagt hat, ja, man kann nicht unbedingt davon ausgehen, wenn wir jetzt einen harten Shutdown machen, dass der nur bis zum 10. Januar geht. Gegebenenfalls läuft er auch länger. Und ich befürchte, darauf wird es auch hinauslaufen. Weil nehmen wir das Beispiel Berchtesgadener Land, Landkreis Berchtesgadener Land, hatte vor einigen Wochen einen Hardcore-Shutdown, Hardcore-Lockdown da unten. Und die Inzidenzwert ist aktuell runtergegangen auf ca. 153. Jo, was sagt das? Diesen Inzidenzwert von 50 auf 100.000, den zu erreichen in der aktuellen Jahreszeit, in der Situation, in der wir uns befinden, ist schier unmöglich, so wie das auch zahlreiche Experten mittlerweile gesagt haben. Und deswegen gehe ich davon aus, das werden wir gar nicht erreichen, und auch am 10. Januar wird hier keine Normalität Einzug erhalten. Das wird mindestens bis Februar, März weiterlaufen. Ja, ganz interessant ist allerdings die Neuigkeit jetzt, dass der Lockdown, der jetzt kommen soll, über Weihnachten gegebenenfalls etwas gelockert wird. Hier ist es aber ganz interessant, was für eine Formulierung auch verwendet wird, von NTV zumindest, Zitat: Auch zu Weihnachten soll eine Obergrenze von 5 Personen gelten, also für Leute, die sich treffen möchten, über Weihnachtsfeiertage, Familien und so weiter. Allerdings soll die Zahl der Haushalte höher sein dürfen. Das ist jetzt nochmal neu. Vorhin hieß es hier nämlich noch, dürfen sich bis zu 10 Personen treffen. Jetzt heißt es wieder bis 5 Personen. Allerdings mehr Haushalte. Da hieß es einfach mehr, also gleiches Ding, mehr als 2. Und jetzt kommt es aber, die Regelung soll nur für direkte Verwandte gelten, heißt es. Sorry. Und das würde ja bedeuten, dass Oma, Opa, Sohn, Tochter, und jetzt ist einer von den beiden verheiratet, Tochter hat jetzt einen Ehemann, also einen Schwiegersohn haben dann Oma und Opa. Die dürften ja den Schwiegersohn nicht sehen, weil es keine direkte Verwandtschaft ist. Wir haben uns das Ganze im Livestream ja auch mal angeguckt. Direkte Verwandtschaft bedeutet wirklich Blutsverwandtschaft. Oma, Opa, Tochter, Sohn, Enkel, die auch noch dazu zählen würden von denen, aber halt nicht die angeheirateten Schwiegereltern. Weil das wäre ja dann auch noch ganz klar in Frage, ob, wenn nicht verheiratete Pärchen, das ist ja auch in Ordnung, wenn man nicht verheiratet ist, hat aber trotzdem Kinder, dann die Großeltern besuchen möchte mit diesen Kindern, dann dürfte ja quasi nur der Elternteil der Kinder mitkommen, zu den Großeltern wiederum, der auch verwandt ist, sprich blutsverwandt mit den Großeltern, aber nicht die Schwiegertochter oder Schwiegersohn in dem Fall. Und das finde ich ist eine ganz krasse Sache. Wie soll das denn ablaufen? Dann ist die Mutter der Kinder zum Beispiel alleine zu Hause, aber der Papa fährt mit den Kindern zu Oma und Opa. Das ist doch fatal. Das ist doch total verrückt, was hier abgeht, was hier für Ideen so weit durchkommen und über die überhaupt gesprochen und nachgedacht würde. Also, 10 Uhr geht das Ganze los, bis ca. 13 Uhr soll es angeblich laufen. Mal gucken, was dann rauskommen wird. Ich halte euch natürlich am Laufenden, schreibt eure Meinung mal dazu rein. Was haltet ihr davon? Und inhaltlich natürlich jetzt nochmal auch zu diesem Lockdown, weil ich mich jetzt so auf das Weihnachten fixiert habe, soll soweit aussehen, dass Einzelhandel komplett geschlossen wird. Ja, auch wieder Friseure, obwohl ja der Herr Spahn auch vor ein paar Wochen gesagt hat, und ich glaube vor einem Monat war es, aus der heutigen Sicht, vor einem Monat wie gesagt, würde man Friseure und Einzelhandel nicht mehr schließen, wie man es beim Lockdown 1 im März, April gemacht hat. Aber jetzt würde man es dann wieder machen. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich fraglich. So, und dementsprechend, Lebensmittelgeschäfte sollen aber angeblich offen bleiben. Und jetzt haben wir heute Samstag, Sonntag. Jetzt können die Leute nicht mehr einkaufen. Ihr habt es in meinem Video am Samstag und am Freitag wiederum gehört und gesehen. Bereitet euch darauf vor. Holt euch ein paar Lebensmittel, bereitet euch darauf vor. Glaubt mir, wenn am Mittwoch hier die Schotten dicht gemacht werden, auch Lebensmittel offen bleiben. Nichtsdestotrotz, dann werden viele Leute so ausrasten und in die Supermärkte fahren und alles leer kaufen. Bin ich fest davon überzeugt, dass
Das wird ein Chaos. Das wird ein totales Chaos, befürchte ich einfach nur. Weil, wenn dann zum Beispiel, und das ist je nachdem, wo ich hier bei mir in der Region hingehe, im Supermarkt, haben wir einfach Türsteher wirklich vor den Türen stehen, die dann auch mit dem Zähler hier durchdrücken und dann sagen, nö, so, jetzt ist voll, abwarten, wenn einer rausgeht, dann darf erst der nächste rein. Diese ganzen Warteschlangen, dieses ganze Chaos, das sich auf dem Supermarktparkplatz mittlerweile abspielt, das ist unvorstellbar, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ganz, ganz krasse Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob das so die richtigen Vorgehensweisen sind, die hier angemerkt bzw. als Ideen genommen werden. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten rein. Bis zum nächsten. Ciao.